Simson statt Harley. Zwei Thüringer wollen mit Kultmopeds bis nach Afrika. Wie heißt es so schön in einem Song? Im Taxi nach Paris. Das wäre klar gemütlich. Zwei junge Männer aus dem thüringischen Rula aber haben sich eine etwas unbequemere Variante ausgesucht. Und ihr Ziel ist auch nicht Paris. Das wären die eher viel zitierten kleinen Fische für sie. Sie wollen entlang der Mittelmeerküste bis nach Afrika reisen. Und zwar auf zwei Rädern. Und auf was für welchen? Die gute alte kleine Simson, sie hat inzwischen Kultstatus und so wie die hier aussehen, sind sie auch irgendwie unkaputtbar. Und genau mit diesen gerade mal 50 Kubikzentimeter Boliden wollen Jan und Marco aus Rula in Thüringen quer durch Europa fahren und dann auch noch nach Marokko übersetzen. Seit Monaten planen die beiden Informatiker ihre Route. 4 Wochen geballtes Abenteuer. Ja, man muss viel wagen, denke ich mal, wenn man ein Abenteuer erleben will. Also, nein, sicher sind wir uns nicht. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass sie stehen bleiben, dass gar nichts mehr geht. Dann kann man noch telefonieren, kann versuchen, noch Ersatzteile ranzukriegen. Wir haben ja eigentlich ein zweites Moped mehr oder minder als Ersatzteil mit. Nun gut, klingt anstrengend, aber Spaß macht es ja irgendwie auch. Die Maschinen sind perfekt gewartet und so fällt die Probefahrt auch bei Regen nicht ins Wasser. Aber bei den zu erwartenden tausenden Kilometern darf dann auch mal über das körperliche Befinden nachgedacht werden. Wir haben bisher auf unseren Touren gemerkt, dass der Hintern, bevor er schmerzt, taub wird. Und deswegen ist das kein Problem. Mein Hintern ist sehr durchtrainiert, von daher wird das alles passen. An Bord sozusagen ist alles. Zelte, Kocher, ein paar Klamotten und vor allem Ersatzteile. Das Verpacken wird natürlich auch geprobt. Sitzt, wackelt und hat vor allem Luft. Wir haben einfach rumgesponnen. Wir haben zusammen beim Mittagessen gesessen, mit den Mopeds auf einem Berg und haben uns überlegt, dass wir mal ein bisschen weiter als immer nur hier in Thüringen hin und her fahren könnten. Und sind schon mal nach Kroatien gefahren und zurück. Und jetzt haben wir gedacht, warum nicht das Maximum rausholen? Also einen sehr ehrgeizigen Plan gesteckt. Wir wissen selber nicht, ob wir es schaffen. Und genau deswegen müssen wir es machen. Sprit ist überall, das passt. Das haben wir ganz normal, das ist super. Und 2 Taktöl müssen wir mitnehmen, wohl oder übel. Also viel von dem ganzen Gepäckzeug wird vor allem Ersatzteile und Öl sein. 200 bis 300 Kilometer am Tag, das ist ungefähr das Ziel. Erst über die Alpen und dann immer entlang der Mittelmeerküste bis nach Gibraltar und dann per Schiff nach Afrika. Das Mittelmeer zieht uns eigentlich ziemlich an, die Wärme. Das ist natürlich bei dem Moped jetzt auch nicht so verkehrt. Momentan regnet es, ist sehr unangenehm, da macht das Mittelmeer schon mehr her. Ja, und da haben wir gesagt, fahren wir an der Küste lang und gucken mal, wie weit wir kommen. Und dann war irgendwann Afrika im Kopf zumindest das Ziel. Und jetzt werden wir mal schauen, was wir machen. Die beiden Optimisten haben schon einige Touren hinter sich, aber einen ganzen Monat am Stück, das ist neu. Sie haben sich freigenommen, verzichten auf Gehalt. Dafür liegt ihnen ganz Europa zu Füßen. 17 Länder werden sie streifen und dann ganz kurz Afrika. Wir wünschen